Hello people! So, willkommen zurück zu Let's Play SMB Das Witch Quest. So. Jetzt sind wir bei Kick the Koopa angelangt. Zack. Okay, ich soll nämlich. Ich glaube nämlich so ungefähr soll man das lösen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich will erstmal gucken, was hier drin ist. Also, komm her, du Feder. Nur eine stinkende Blume, will kein Mensch. So, raus hier wieder. Zack. Auch nur eine stinkende Blume, also rüber hier. Ich habe Federn, die sind viel qualitativ hochwertiger. Zack. Oh Gott, scheiße. Das war irgendwie dämlich von mir, die jetzt abzulegen statt zu schmeißen, aber... Das heißt wohl, wir müssen uns schweren Herzens von einer unserer Federn trennen. Aufgrund dieses dämlichen Fehlers. Ist schon doof. Wobei. Mist. Ich glaube, da würde jetzt dieses eine Teil nicht ausreichen. Und warte. Ich frage mich, ob ich hier cheaten kann. Tatsächlich. Da hat der gute Lumilord mal wieder nicht dran gedacht, das hier irgendwie dicht zu machen. Also das Anti-Cheat sicher zu machen oder sowas. Ein paar hübsche Blöcke da oben hätten doch ausgereicht. Also man muss als Hackersteller immer aufpassen, dass man die Levels nicht breaken kann. Das lernen wir daraus. So, jedenfalls kommt jetzt der Secret Exit, der vermutlich in irgendeiner dieser Röhren drin ist. Ja, hier anscheinend schon mal nicht. So, jetzt kann mal die Blume herkommen. Aber ich greife, glaube ich, doch lieber auf die Feder zurück. Zack. Oh Gott, jetzt habe ich ganz vergessen, in diese andere Röhre reinzugucken, aber... Offenbar ist das gar nicht nötig, denn das hier ist die richtige Röhre. So, und jetzt? Mann, fick dich! Okay, aber wobei, vielleicht... Ich glaube, das war eine dämliche Idee, eben jetzt keine Federn zu holen. Zack. Und das Problem ist... Wenn man keine Feder hat, dann muss man diese Shell auch noch für dieses Teil hier investieren. Das ist das noch dämlichere daran. Aber das Level muss doch auch ohne Feder irgendwie zu schaffen sein. Ja, obwohl es auch schwieriger ist. So, und wir schaffen es noch mit Pilz hier rein. Das war mein Ziel. Ja, und ist jetzt auch egal. Wenn hier das Schlüsselloch ist, dann kann mir das Wurst sein. First Class Flight, wir machen erstmal das Level ohne Power-Up-Gedöns. Würde ich vorschlagen, so. Also hier haben wir jetzt eine Wasserplantage. Oder was auch immer. Okay, mit einer Yoshi-Coin da unten. Also bisher sieht das Level ziemlich unscheinbar aus. Okay, erstmal gucken, so begutachten, was hier ist. Gar nichts. Komischerweise. Warum macht man dann die Blöcke hin? Das ist doch eigentlich Zeitverschwendung, wenn man die Blöcke nicht verwendet. Okay, hier sind ein paar Kohlestücke. Und ansonsten auch nichts. Also, das sah so aus, als ob man da unten lang kann. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und wow, beinahe wäre ich in die Fische reingerasselt. Okay, hallo, 4 Münzen. Und noch mehr Münzen so, die so irgendwie am Rande kleben. Okay. Hier gibt's außer ein bisschen Geld irgendwie nirgendwo was. Na okay, hier oben ist noch eine Yoshi-Coin. Wir haben schon 3 Stück. Das heißt, man kann eigentlich zuverlässig sein, dass das Level nicht allzu lang ist.
Es sei denn, die sind doof verteilt und die haben wir Cut-Offs, was ein bisschen unschön ist, aber naja. Aber das ließ sich nicht anders mit der Idee des Levels vereinbaren in diesem Fall. Oh Gott, und das ist ein bisschen P-Switch unfreundlich, da werde ich ja mal versuchen, hier lang zu schwimmen. Okay, hier haben wir einen Pilz. Haben wir hier noch mehr Power-Ups? Nö, haben wir nicht. Wieso nicht? Gucken wir mal, was sich hier so rumtreibt. Oh Gott, jetzt gibt's Rankengekletter. Wenn man groß ist, ist das natürlich nicht so optimal eigentlich. Okay. Ich glaube, hier wäre man ein Vorteil, wenn man schon mehr Switches hätte. Fällt mir gerade so auf. Wow! Pff, was war das denn? Das war jetzt nur pures Glück, dass ich hier nicht verreckt bin. Sonst nicht. Manometer. Das bedeutet, wir dürfen uns wieder Federn farmen, denn die dürften für diesen Abschnitt sehr zu gebrauchen sein. Aber wo gibt's denn hier nochmal Federn? So, hier gab's eine Feder und... ja... dann müsste man ja auch Federn wieder weiterhin kriegen, wenn man hier hingeht. So, zack, Feder 1 und dann hole ich mir noch Feder 2. Denn für dieses Water Temple Level braucht man, glaube ich, Federn. Ansonsten ist das unnötig schwer, sich da rumzuklettern. Und zum Glück müssen wir diese Yoshi-Coins nicht nochmal holen, denn die würden ziemliche Umwege bedeuten. So. Ja, hier, da kann man auch einfach mal diese Fische ermorden. Mit der Feder, das geht doch alles ganz easy. Ich glaube zwar nicht, dass dieses Level und viele andere Level überhaupt dazu gedacht sind, um mit der Feder gespielt zu werden, aber wenn ich die Gelegenheit auf eine Feder habe, dann scheiße ich drauf. So kann ich das ja auch ohne Save States irgendwie durchspielen. Da bin ich eiskalt. Ich werde jeden Trick zur Vereinfachung, der mir der liebe Luke Milord hier bereitstellt, ausnutzen. Denn ich bin ja nicht doof. Zack. Okay. Okay, hier ist ein Blind Jump, also das ist nicht so gerne gesehen. So, und dann haben wir auch recht schnell hier das Ziel erreicht, dank Feder. Es gibt ja auch solche Custom-Blöcke, die einem die Feder klauen. Oder sowas. The Puzzle House, das klingt mal wieder sehr sympathisch. Puzzle House, na lustig. Okay, an diese Yoshi-Coins kommt man wohl nicht ganz so einfach ran. Okay, was haben wir hier? Geisterringe, die mich nerven wollen und sonst noch was irgendwie. Ja, irgendwie einen Geisterring auf Speed. Der ist auf Drogen, keine Ahnung. Was steht denn hier drin? Tihihi, willst du wirklich hier sterben? Gut, du kannst versuchen zu entkommen, aber du kannst den Ausgang nicht finden. Warte, ich glaube, mit dir kann ich doch was anstellen.
Geisterviech. Ja, zum Beispiel kann ich mit dir hier hoch. Bringt mir das irgendwas? Och nö, nicht dieses Mistviech. Ich hasse dich so abgrundtief. Okay, aber auch hier kann ich ein bisschen cheaten, indem ich den hier mache. Ja, aber nicht, wenn da noch ein zweites entsprechendes Viech auftaucht. Bleibt nur zu hoffen, dass ich diesen Abschnitt mit diesem Fishing Boo nicht zwangsläufig gehen muss. Ich gucke ja erstmal, was rechts oben umlauert. Wir halten fest, hier brauchen wir irgendwie auch einen P-Switch. Ich gucke erstmal hier, was in. Und einen silbernen P-Switch gibt es auch. Interessant. Ich gucke aber trotzdem hier erstmal, was sich so in diesem Raum mit dem Geisterring sonst noch so verwirkt. Der ist mir zumindest sympathischer als dieser Fishing Boo-Raum. Zack. Ah, schon wieder dieser gleiche billige Kaizo-Trick. Warum muss man denn immer darauf reinfallen? Fragezeichen. So, ich präge mir jetzt in mein Gehirn genau ein, dass das ein dämlicher Münzblock ist. Oh, und das war wieder unvorsichtig. So, da ist ein Münzblock. Aufpassen, Münzblock. Alarm, Alarm, Alarm. Die Münzblock-Alarmanlage ist da. Zack. Natürlich! Ach, das nervt. Kannst du mal es bitte unterlassen, hier zu verrecken, Mario? Das wäre sehr wünschenswert. Aha, da wäre irgendwas gewesen da oben. Okay, und was kriege ich zur Belohnung? Zur Belohnung kriege ich ein Springboard. Interessant. Fragt sich nur, was ich mit dem anstellen soll. Ja, toll. Toll! Toll gemacht, Mario. Fragt sich nur, was ich mit dem Springboard hier anstellen kann. Wenn ich tatsächlich hier nach oben kann, damit, dann kann ich diesen ersten Abschnitt tatsächlich breaken. Und das wäre gut. So. Okay. Was haben wir hier? Zack. Zack. Aha, hier ist doch was. Ich sehe doch was. Okay, und das war's schon. Interessant. Also haben wir jetzt schon das gesamte Level abgeschlossen. Gibt es hier eigentlich einen Secret Exit? Weiß ich nicht. Jedenfalls. Den Erste-Klasse-Flug, den will ich natürlich unternehmen. Weil ich bin ein luxuriöser Fluggast, bla. Zack. Okay, hier kann man nirgendwo rein. Ich gucke jetzt immer so intuitiv, ob es irgendwo reingeht, wegen Secret Exit und sowas. Aber das klappt leider nicht immer so, wie man sich das vorstellen würde. Okay. Ich glaube, vielleicht haben diese Blöcke was mit dem Secret Exit zu tun. Das heißt, da kann man sich wieder schön mit der Feder reinmogeln. Und das werde ich, glaube ich, auch tun. Denn wie gesagt, ich nutze jede Unachtsamkeit des Hackerstellers, was das Breaken angeht, komplett aus. Ich bin gnadenlos, muhahaha, ich bin so böse. Zack, zack, zack. Ja, hier kriegt man irgendwie einen Springboard. Und kann damit sicherlich irgendwas anstellen. Ja, also Fakt ist, man kann da irgendwie runter und dann da wahrscheinlich hochspringen oder sowas. So in der Art ist das vermutlich konzipiert, schätze ich mal.
Zack. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Und jetzt. Jetzt habe ich es geschafft, da reinzukommen. Yay. Okay, und wie weiter? Okay, jetzt bin ich hier im Ziel. Okay. Gut, so einfach ist das. Dann frage mich, ob ich dieses Castle noch machen soll. Ja, das machen wir einfach. Ich mache das einfach, weil ich gerade so Lust drauf habe. Spikes! Ich bin Poki. Ich liebe Stacheln. Magst du auch Stacheln? Ich habe viele davon. Zack. Zack. Okay, und wie soll man hier weitermachen? Fragezeichen. Ah, so! Da kann man stehen. Das kann ich ja auch voll wissen hier. Okay, und hier wurde die Yoshi-Coin mal wieder falsch gesetzt. Aber so eine Boundary-Line sollte man nicht tun. Okay, also haben wir jetzt Mufasa-Pokémon-Geschichten. Ja, scheint ganz so zu sein. Ja. Mein Gott, hör auf zurückzulatschen, du lahmes Viech. Du lahme Popelente. Und wehe, du eierst jetzt schon wieder zurück. Wobei, wenn du hier bist, kann ich ein bisschen upspeeden. So, fertig mit dem Quatsch. Ja, so, das Level war nicht schwierig. So, und wir haben die gesamte dritte Welt in einem Part geschafft. Darauf bin ich proud. Okay. Wo wir schon mal dabei sind, den blauen Switch machen wir auch noch. Denn das ist so ein schöner Abschluss, wisst ihr? So ein schöner Abschluss einer einzelnen Welt. Warte, da unten ist doch was. Das habe ich doch... Hat doch mein entzündetes Auge erblickt, dass da irgendwas ist. Und tatsächlich... Ich habe da irgendwie so einen Yoshi-Coin-Bunker erwischt. Und wie soll ich hier weiterkommen? Brauche ich hier irgendeine Shell oder sowas? Okay, ich... Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich brauche dieses Teil hier. Zack. Oh, dann machen wir das irgendwie so. Und jetzt schnell irgendwie durch. Und den ja auch weg. Und dann nochmal schnell irgendwie durch. Okay, und ich glaube hier... Wo würde von mir eigentlich verlangt, dass ich hier irgendwie eine Disco-Shell zusammenzimmere? Aber ich kann das dank Power-Ups wieder eiskalt breaken hier. Husa! Rote Blöcke sind jetzt solide. Warum rot? Das ist der blaue Switch, mein Gott. Und da kommen auch gelbe Blöcke raus. Das ist really confusing. Und jetzt ist hier die Palette irgendwie falsch. Also, man merkt schon, dieser Hack hat viele kleine Problemchen. Jedenfalls machen wir in dieser völlig verglitschten Palette jetzt im Röhrenlabyrinth weiter am nächsten Part. Bis dann, Tschüssikowski.